so long. Na, 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 na. Ja, der, man feiert ihn oder man feiert ihn nicht. Was ich aber gut finde, der Beat ist Baba und es ist kein Autotune-Scheiß drin, Digga. Also das sind die Lieder, weswegen man Powerplatt gefühlt hat irgendwo. Also man muss es nicht mögen, aber das ist das, was wofür er für mich steht. Besonders dicke Schwänze. Extrem geil, sehr feierbar. Auch die Message und alles, klar, ganz auf jeden Fall. Klingt auch eigentlich so ganz gut. Wir hauen nochmal weiter. Ich steh auf richtig harte Landesschwänze. So what they say, schwänze hart, ich steh auf dickes Box. Okay, sehr weibig, sehr viel mit Hall gearbeitet und so. Klingt schön, muss ich sagen. Seine Stimme ist sehr laut, aber das finde ich voll okay. Hat eine schöne Stimmfarbe. Ich steh auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Ja, doch, geil. Doch, geile Message, klingt ganz gut, ist jetzt, doch, die Kombination aus dem allen macht's zu einem nicen Track. Schwänze sind eigentlich geil, aber auch meine Brüste sind voll in Ordnung. Meine Brüste sind auch cool, ich stehe auf Cox, Cox und Brüste. Ja, die sind richtig geil, yeah. Ohne Scheiß, Kenny. Ey, Bücherlied, war tolle Stimmung, war echt. Geil. Und gute Stimme. Nicht nur gute Stimme, sondern auch sehr gute Stimme, mein Lieber. Gute Stimme. Muss man sagen. Schönen Sound.